Willkommen zurück zu Let's Star Geralt in die Augen. Auch wenn es irgendwie schwierig ist, wenn man ihn nicht richtig erkennt. So, wir haben jetzt noch ein Würfelspiel vor uns. Ganz wichtig. Ich habe Spiel. Tretet näher, Weißhaariger. Wir fangen mal mit 3 an. Würfeln. Ja, ich weiß. Wir spielen doch nur eine Partie, keine Sorge. Naja, 1er-Paar ist jetzt nicht so bombastisch. Der hat gleich. Er hat eigentlich eine kleine Straße, oder nicht? 1, 2, 3, 4. Obwohl, es zählt wahrscheinlich nicht. Ihr habt ein Paar, Gegner hat ein Paar. Aber er hat das höhere Paar, ist das Problem. Gebot akzeptieren. Gut, er hat nicht erhöht, das ist schon mal gut. Wir wählen einfach mal die Würfel nochmal neu. Vielleicht kriegen wir noch eine 1. Ach, guck mal, Full House. Mit so viel Glück kann man da leider nicht rechnen. Ihr habt gewonnen. Yay. Okay, nein, nicht nächste Runde. Verdammt, ich muss, ne? Na okay, danach denke ich aber darauf, auf Ausgang zu drücken. Hoffe ich. Ist das überhaupt irgendwas? Ach ja. Ach ja, 2 Paar gleich. Voller Einsatz. Wahrscheinlich steigt er jetzt aus, ne? Nee. 3-3, die 1 können wir nochmal neu würfeln. Und jetzt hoppla, aus Versehen die falsche rausgeschmissen. Ja, immer nochmal die letzte Zahl ein bisschen erhöht. 2. Mhm. Gut, wir haben gewonnen. Der Pot, den Pot von 0. Wie kann der Pot 0 sein? Das soll irgendwer verstehen. Ich kapiere dieses Spiel nicht so ganz. Habt ihr die Pampe gekostet, die hier Essen genannt wird? Bist du sicher, dass du nicht aus der Kloake getrunken hast? Weil hier gibt's nichts zu essen. Ne. Der 3. Monat im Bau. Allmählich gewöhne ich mich daran. Ist gemütlicher als zu Hause. Ja, aber hier hast du nicht gerade Privatsphäre, sag ich mal. Wer da wohl gesungen hat? Hä? Ich bin vielleicht ein Dieb, aber daran ist die Gesellschaft schuld. Natürlich. Das ist Arnold. Meine Ratte. Bist du nicht sicher, dass Arnold dein Name ist? Naja. Hey, du. Na los doch. Ich kann nicht den ganzen Tag warten. Na gut, hoffen wir mal, dass unser Faustkampf nicht so schlecht ist. Ich besiege euch, dann erschlage ich diese Echse und bin frei. Gehen wir es an. Fäuste. Zeit zu sterben! Viel mehr machen können wir, glaube ich, echt nicht, als einfach draufklappen. Einfach im richtigen Abstand, dann kann er sich offenbar gar nicht wehren, ist ja lustig. Okay, doch. So. Yo, verklopp ihn richtig in Zeitlupe, was bei einem Faustkampf total albern aussehen kann. Das wurde uns hier gerade bewiesen. Dum, 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 dum. Guck mal, er ist genau auf die Matratze gefallen. Sind wir nicht fürsorglich? Hundsfort! Ohne eure Zauber hättet ihr mich nie bezwungen. Ich habe euch das Leben gerettet. Mit der Gorgo ist nicht zu spaßen. Nächstes Mal bezieht ihr die Prügel. Tja. Ich muss mit Vincent sprechen. Da fällt mir ein, wie sieht es eigentlich mit unserem Inventar aus? War ja klar, dass da alles weg ist. Nur die illegalen Würfel haben sie es weggenommen. Und rein zufällig die Schwalbe, die wir im Inventar hatten. Die haben wir komischerweise auch noch. Heiße Kartoffel. Ich muss einem Haar... Warum ist das jetzt schon wieder rot? Ich dachte, wir hätten hier irgendwas... Achso, ich besiege den Schurken. Dann kann ich mit die Kloake gehen und die Gorgon eben mal freisuchen. Ich muss mit Vincent darüber sprechen. Bekommen wir wenigstens irgendwie einen Dolch oder so? Weil es ja irgendwie schon ein schlechter Scherz. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch das Recht erkämpft, die Bestie zu töten. Ich bin fast stolz auf mich. Wollt ihr jetzt die Bestie töten oder nur hier herumstehen? Ich brauche eine Waffe. Wie es der Zufall will, haben wir kürzlich ein Hexerschwert beschlagnahmt. Wo? Das geht euch nichts an. Yesro! Ja, mit dem Silberschwert. Das Schwert, das wir bei Thala gefunden haben? Halt den Rand, Idiot. Ja, genau das Schwert. Kann ich es haben? Holt es bei Yesro.
Der Rest der Ausrüstung bleibt bis zu eurer Rückkehr in Verwahrung, wenn ihr überlebt. Gut. Noch etwas. Hm. Für den Kopf des Ungeheuers bezahle ich extra, wenn er unbeschädigt ist. Wisst ihr? Ich gebe mein Bestes. Ich weiß ja nicht, wie, ich sag mal, viel Game of Thrones ihr geguckt habt, aber ich finde dieser Typ hier, ne? Der erinnert mich irgendwie sehr stark an diesen, komischen, vertretenen Hauptmann der Schwarzen Wache. Der Nachtwache. Naja, wenn ihr sowieso diese Serie nicht schaut, ist es egal, aber ich wollte es nur mal gerade einfließen lassen, weil ich finde, der hat erstaunliche Ähnlichkeit. Das Schwert, wo war es doch gleich? Beeilt euch. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, wir haben auch einen Trank konfisziert. Wenn ihr die Aufgabe erledigt habt, könnt ihr eure Habseligkeiten hinter den Gitterstäben abholen. Ich werde danach fragen. Dann hole ich den Professor. Blödsinn. Der Professor macht nur die Drecksarbeit. Wenn ihr was bewirken wollt, müsst ihr gegen seinen Boss vorgehen. Ich bezweifle allerdings, dass es euch gelingt. Er ist ein wichtiger Mann. Er hat Bewegungen. Ihr meint Beziehungen. Ach komm, ausgerechnet Beziehungen falsch. Vorher müsst ihr eure Begegnung mit der Gorgo überstehen. Passt auf meine Sachen auf. Ich bin bald wieder hier und möchte alles wiederhaben. Und wie sind wir da jetzt überhaupt hingekommen, diese Kloaken? Ach, da brennt natürlich rein zufällig ein Feuer. Die haut doch bestimmt ab. Das wäre auch zu einfach, wenn die gleich im ersten Raum wäre. Außerdem könnte man sich ja so gar nicht vorbereiten. Aber ist doch echt schick. Oh. Ah, Mensch, bist du aber ein hübsches Kerlchen. Ist das überhaupt schon die Gorgo? Offenbar nicht. Ja. Oha. Das ist erstaunlich viel, was das Vieh dabei hatte. Alles transferieren. Ach, das waren noch gar nicht die Überreste. Was waren das dann? Gehirngewebe eines Ertrunkenen. Huh. Was macht der hier? Hey. Sehvermögen in der Dunkelheit, das ist jetzt nicht so schlecht. Wieso haben wir denn diese Tränke jetzt wieder? Sind das die, die er konfisziert hatte angeblich? Die Frage ist, in welche Richtung wir überhaupt müssen. Weil es ja aus irgendeinem Grund gar keine richtige Quest hier gibt, wie es aussieht. Aha. Gedächtnis einer Klinge. Jethro hat vorher gesagt, sie hätten das Silberschwert bei Thala gefunden. Ich frage mich, woher der Zähler es hatte. Ich muss ihn ausruhen, weil ich hier fertig bin. Wahrscheinlich von Berengar, nehme ich mal an. Ja. Hier. Hexerschwert. Die große Flucht. Jethro gab mir ein Silberschwert. Dann möchte ich das jetzt gerne aktiv schalten. Jo. Dankeschön. Ja, ich dachte mir schon, dass das nicht geht. Ich kam hier wieder raus. Okay. Mal kurz gucken. Hexer Silberschwert. Schaden abhängig vom gewählten Ziel. Silberschwert für den Kampf gegen Ungeheuer. Unwirksam gegen Menschen. Den Menschen möchte ich sehen, der da einfach sagt, tja, ist doch eh nur aus Silber. Ach so. Wie kommen wir da hoch? Okay. Die sind wahrscheinlich zu. Muss ja erst nochmal nachgucken, ne? Okay, wir müssen nach da links. Vielleicht sollten wir wirklich mal mit dem da reden, bevor er tot ist. Oh, ihr seid ein Hexer? Was macht der hier unten? Ja. Weißes Haar, vertikale Pupillen. Zeichen einer Mutation. Spart euch das ärztliche Gutachten. Vergebt mir, ich wollte euch nicht kränken. Ich bin Siegfried, ein Ritter vom Orden der Flammenrose. Könnte man bei dem Symbol auf der Jacke gar nicht denken. Ich habe viel Gutes über die Kampfesfertigkeiten von Hexern gehört. Wenn es euch nichts ausmacht, ich habe hier noch was zu tun und möchte es schnell erledigen. Eine Gorgo? Darum bin nämlich ich hier. Reden wir. Ja? Ach, plötzlich doch. Glaubt ihr, ihr könnt die Gorgo töten? Die heilige Flamme leitet mich. Die Fackel? Was veranlasst euch, auf der Jagd nach einer Bestie in die Kloaken hinabzusteigen? Sie bedroht Vizima. Der Orden kämpft schon seit langer Zeit gegen Bestien. Und zwar recht wirkungsvoll. Wartet. Das ist Hexerarbeit.
Ihr Hexer seid Relikte im Aussterben begriffen. Ihr seid keine Konkurrenz. Der Orden verlangt nichts dafür, dass er Menschen beschützt. Dann finanzieren wohl Feen eure Rüstung und Burgen. Ich will mich nicht streiten. Wir sind beide hier. Kein Grund zu warten, bis man an der Reihe ist. Zumal hier auch Ertrunkene lauern. Verbünden wir uns stattdessen. Ich würde gern eure Kampfesfertigkeiten sehen und versichere euch, dass euch mein Schwert zur Verfügung steht. Meinetwegen. Einverstanden. Gehen wir. Ihr geht voran. Solange ich den Kopf am Ende bekomme, ist mir alles recht. Tipp, ihr besitzt ein Silberschwert, das wirkungsvoll gegen magische Bestien und Ungeheuer ist. Das Stahlschwert ist effektiver gegen Menschen und Tiere. Und wenn ich mir nicht sicher bin, was von dem Ganzen es ist. Ehre oder Tod. Du lebst noch. Offenbar doch nicht. Seltsam. Nehmen wir alles mit, ne? Ich meine. Häutbare Gegenstände verfügbar. Das heißt, wir können irgendeinen Gegenstand, hat das Vieh dabei und den kann ich dann häuten. Wir sollen eigentlich da lang. Einer der Gründe, erstmal hier lang zu gehen. Kann ich von hier in das Fass gucken? Natürlich nicht. Und ich muss kurz aufpassen hören, weil es klingelt das Telefon. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Erstmal kurz zu Atem kommen. Hätte ich natürlich auch vorher machen können, aber das wäre zu einfach gewesen. So. Hier hat man reingeguckt. Okay. Hier kommen wir wohl nicht weiter. Da kommen wir wahrscheinlich am Ende raus. Wie es nun mal manchmal so ist. Man sieht den Ausgang schon von dem Eingang aus, aber man kommt irgendwie nicht hin. Oh. Hast du zufällig was? Wir unterhalten uns später. Die Gorgo ist ein gefährlicher Gegner. Kann ja mal nicht schaden. Hier ist ein Ort der Macht, ne? Was möchtet ihr tun? Na, was will ich da wohl? Ja, Okay. Was ist das, eine Öllampe oder ein Schuh? Ich schätze mal ein Schuh. Was ist das? Schweinefleisch. Ich wollte gerade eigentlich die Fackel ziehen, aber das spare ich mir dann wohl. Okay, das war der schnelle Kampfstil. Ich kann mich gerade voll nicht entscheiden, was den Kampfstil angeht. Das ist ein bisschen ungünstig. So mitten im Kampf. Aber ich schätze, der Gruppenkampfstil ist gegen die einzelnen Viecher echt der beste. So, damit wir auch was sehen. Tempelbezirk-Kloake. War nicht im Tempelbezirk irgendwas? Ach ja, da wohnt auch diese Scharne oder... Wie hieß die? Wurscht. Ich kann mir einfach nicht gut Namen merken. Hallo? Ach, das war's. Mal kurz auf die Map gucken. Da müssen wir hin, deswegen ist es offenbar komplett egal, in welche Richtung wir gehen, aber... Ich glaube, in der Richtung finden wir trotzdem noch was anderes. Oh, hoppla. Bitte das Silberschwert. Oh, das war ein guter Hieb. Tja, also ich habe schon Skill, ne? Mit einem einzigen Schlag gleich alle umgehauen. Was will man mehr? So, in welche Richtung muss ich jetzt gehen? Die hier nicht, ne? Nee. Wenn ich mir alles angucken möchte, dann erstmal in die. In die kommen wir nicht hin, ne? Toll. Hat sich schon gelohnt, nicht wahr? Malmstein. Jetzt sollten wir es wirklich benutzen. Passiert bestimmt nichts, wenn ich das mache. Schlüssel. Mit dem Bild der Löwenkopfspinne. Aha. Brief, der den Ort des Kults der Löwenkopfspinne beschreibt. Interessant. Gucken wir uns an. Erik, die gefolterten Gotteslästerer gaben uns nur sehr allgemeine Informationen preis. Wir wissen, dass sich die Anhänger der Löwenkopfspinne in einem der Kerker in den Kloaken treffen. Leider konnten wir nicht ermitteln, in welcher genau. Einer der Kultisten... hatte einen Schlüssel, den ich beilege. Jede Wette, dass der zur Tür des Versammlungsraums gehört. Steigt in die Kloake hinab und versucht, den betreffenden Kerker zu finden. Möge das ewige Feuer den Weg in eurem Dunkeln erleuchten. Bla bla bla. Sortieren.
Wir könnten echt mal so einen Malmstein benutzen. Nehmen wir es mit dem Schleifstein. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie lange das hält, deswegen nehme ich mal nicht gleich den besten. Okay, 15 Minuten ungefähr. Geht das jetzt auf? Nein. Alles klar. Was hier? Ort der Macht. Lagerfeuer. Da war ein Lagerfeuer? Das ist Gorgonest. Da ist die Gruft der Kultisten. Das Problem ist, da will ich noch nicht rein. Ich würde sagen, wir töten jetzt einfach echt direkt die Gorgo. Aus dem einfachen Grund, wir haben jetzt nur ein Silberschwert und wir wissen ja, es ist gegen Menschen nicht gut. Ist sie das schon? Nee, das ist sie. Wow, er schlägt sie. Yo, gib ihm. Silberschwert. Diesmal bitte schneller Kampfstil. Und weil es hier unten wahrscheinlich nicht so viel Feuer kennenlernt. Wow. Hä, wo bin ich? Achso. Flammenrose. Darf ich jetzt? Au. Steh mal schneller auf, Geralt. Der steht gleich wieder auf, oder? Ja. Wir schnappen uns schnell die Überreste. Trophäe. Okay. Okay, danke. Jetzt greift er uns auch noch an. Die Gorgo ist tot. Wo war noch gleich der Ausgang? Ich glaube, ich kann nicht denselben Weg zurücknehmen. Kommt, ich führe euch zum Ausgang. Ich weiß schon, wo der ist. Gut. Der steht nämlich auf der Karte. Die Bestie aus der Kloake, haben wir gemacht. Aber wie gesagt, in die Richtung möchte ich noch nicht gehen. Der Leichnam sieht ein bisschen aus wie eine verweste Trismerigold. Ja, ich weiß, schöner Gedanke, nicht wahr? Salpeter, nehmen wir mit. Und ich würde sagen, ich beende jetzt auch die Folge. Wenn auch da vorne schon die Tür ist. Ist sie das nicht? Achso, das wegstecken. Müsste hier nicht irgendwie die Tür sein? Lagerfeuer? Gorgonennest? Ach, da ist. Nee, hä? Da, wo wir gerade sind, ist angeblich auch der Eingang. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. War doch das hier, ne? Eingang zur Gruft der Kultisten. Also, wo ist der jetzt? Mir wird hier auch nichts angezeigt, von daher. Eine Falltür oder so sehe ich auch nicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir setzen uns kurz ans Feuer und dann beende ich hier den Part. Neue Talente erworben. Ist echt verlockend. Wir sollten das Silberschwert eigentlich direkt hochpushen. Schnelles Silber. Oh, da gibt es mal so viel zu machen einfach. Das ist schrecklich. Schaden plus 20% von Feuereinäscherung. Das ist alles echt nicht einfach zu bestimmen, was man hier machen möchte. Machen wir erstmal Stahl. Blut, tiefer Schnitt. Nö. 20% Schaden. Bluten 15%. Schaden plus 40%. Wenn der Gegner von Einäscherung betroffen ist, geht aber nur hier rüber, ne? Wirkt Einäscherung. Schaden plus 20%, Leinzig, erfordert Bronzetalent. Schaden plus 10%. Machen wir einfach so, passt schon. Meditieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher. Tschüss.